In Deutschland arbeiten über 300.000 Menschen mit Behinderung in sogenannten Werkstätten. Dort haben sie keinen Arbeitnehmerinnenstatus. Weniger als 1% der Menschen schaffen einen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt. Die Menschen in einer Werkstatt arbeiten 6,5 Stunden am Tag. Diese Werkstattart macht in Deutschland 8 Milliarden Euro im Jahr Umsatz. Die dort beschäftigten Menschen erhalten dabei ein Entgelt von ca. 1,35 Euro bis 2 Euro pro Stunde. Das sind etwa 200 Euro im Monat. Bereits 2015 hat die UN in ihrem Staatenbericht die Abschaffung der Werkstätten für behinderte Menschen gefordert. Passiert ist seitdem wenig. Wir haben beim Bundesministerium nachgefragt, das uns aus terminlichen Gründen leider nur schriftlich geantwortet hat. Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist die Beschäftigungsform der Werkstätten für behinderte Menschen neben anderen Formen wie den Inklusionsbetrieben oder dem Budget für Arbeit auch in Zukunft notwendig, um den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung individuell gerecht zu werden und ihnen einen passenden Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Das BEMAS sieht die Werkstätten abweichend von der Rechtsauffassung des UN-Fachausschusses als vereinbar mit dem Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention an und stellt sie nicht grundsätzlich in Frage. Mit den geschaffenen Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen, Budget für Ausbildung, Budget für Arbeit und anderen Leistungsanbietern stehen für Menschen mit Behinderung vielfältige Möglichkeiten offen, auch außerhalb der Werkstatt einer Beschäftigung nachzugehen. Für den Behindertenbeauftragten der Bundesregierung mangelt es beim Entgelt in den Werkstätten an Transparenz. Jürgen Dusel verdeutlicht. Ich bin schon der Meinung, dass Menschen, die in Werkstätten arbeiten, jeden Tag arbeiten gehen und auch einen Job machen, dass die auch tatsächlich am Ende des Monats ausreichend Geld auf der Hand haben müssen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dieses Vergütungssystem innerhalb der Werkstätten ist wirklich nicht transparent. Es gibt ja weitere Leistungen. Die Werkstätten sind ja auch Einrichtungen der Rehabilitation. Also so Fragen, wie sieht es mit den Anwartschaften im Bereich der Rente an und so weiter. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass das transparenter wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ja auch dazu eine Studie gemacht. Die wird jetzt auch irgendwann fertig sein. Die wird dann ausgewertet. Aber ich bin schon der Meinung, dass es schwer vermittelbar ist, dass Menschen mit Behinderungen eben in Werkstätten beispielsweise mit 150, 170 Euro dann im Monat nach Hause gehen. Das kann nicht so bleiben. Ob die Studie, wie vom Behindertenbeauftragten angekündigt, so schnell kommen wird, ist noch fraglich. Denn das BEMAS teilte uns mit, dass die Ergebnisse etwa Mitte 2023 vorliegen sollten. Fragen wir doch mal den Präsidenten des SOVD, wie dieser zu dem Thema Entgelt steht. Die Bezahlungen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind zu niedrig. Sie müssen angepasst werden. Über die Größenordnung gibt es erheblichen Streit. Wir haben ja die Forderung, dass Mindestlohn gezahlt werden muss überall. Das setzt dann voraus, dass man diese Einrichtungen noch stärker als bisher fördert. Also auch an der Stelle muss mehr getan werden. Es muss auch die Durchlässigkeit sichergestellt werden. Einmal in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen muss nicht bedeuten, keine Chance zu bekommen auf dem übrigen Arbeitsmarkt. Da gibt es Assistenzprogramme, gibt es Systeme, Förderprogramme, um Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und an der Stelle muss noch mehr auch in Zukunft getan werden. Es wird viel geredet. Wir befinden uns kurz vor der Bundestagswahl. Und umso interessanter wird die Frage sein, wie die Parteien sich zu dem Thema der Bezahlung in den Werkstätten aufgestellt haben. Die Bundestagsabgeordnete Angelika Klöckner sieht die Notwendigkeit, die Werkstattentgelte transparenter zu gestalten. Wir wollen Werkstätte erhalten, aber wir wollen sie zukunftssicher und zukunftsgerecht gestalten. Und dazu gehört es auch, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in den Werkstätten ein ordentliches Entgelt enthalten und vor allen Dingen auch das Werkstattentgelt, das bisher so furchtbar intransparent ist, dass dieses Entgelt transparenter gestaltet wird und für die Menschen mit Beeinträchtigungen so gestaltet wird, dass sie damit gut über die Runden kommen und ein auskömmliches Entgelt in der Tasche haben. Offensichtlich scheinen sich die Koalitionspartner da einig zu sein, denn auch Wilfried Oellers äußert sich ähnlich. Also wir müssen an dieser Stelle zunächst einmal abwarten, was das Sachverständigengutachten sagt und welche Empfehlungen ausgesprochen werden. Ich habe Verständnis dafür, ein großes Verständnis dafür, dass Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten arbeiten, sagen, wir wollen vernünftig und auskömmlich entlohnt werden.
Allerdings greift die Diskussion, die wir im Moment haben, über das Werkstattentgelt zu kurz, wenn gesagt wird, dass die Menschen lediglich für einen Stundenlohn von 1 Euro oder 1,50 Euro arbeiten. Wenn das gesagt wird, nimmt man nur einen Baustein heraus an Entgelten, die Werkstattbeschäftigte erhalten. Das Werkstattentgelt setzt sich aus vielen verschiedenen Bausteinen zusammen. Und wenn man alles zusammenrechnet, kommt man auf einen Betrag in Höhe von etwa 1.500, 1.600 Euro, die die Menschen mit Behinderung als Werkstattbeschäftigte monatlich zur Verfügung haben. Und deswegen bitte ich einfach auch sehr darum, dass diese Diskussion nicht verzerrt wird. Das ist ein sehr komplexes System, das System des Werkstattentgeltes. Und da müssen wir mit sehr großer Besonnenheit rangehen, wenn wir sagen wollen, dass wir da etwas ändern wollen. Und da bin ich gespannt, was das Sachverständigengutachten uns als Empfehlung ausspricht oder als Ihre Einschätzung ausspricht. Das gilt es dann zu bewerten und politisch zu diskutieren, um dann für die Werkstattbeschäftigten, aber auch für die Werkstätten als solche, als Institution, eine gute und sachgerechte Lösung zu finden. Allerdings scheint sich die Union in Aussagen etwas zu unterscheiden, wie das erschreckende Statement von dem Abgeordneten Peter Weiß erkennen lässt. Wenn es so einfach wäre, wie von Weiß dargestellt, dann wären vermutlich viel weniger Menschen in den Werkstätten beschäftigt. Also ich meine, das ist eine schöne Forderung, aber man muss sagen, da musst du auch aus dem Werkstattbereich rausgehen. Ja? Also die Sonderkonstruktion Werkstatt begründet natürlich das System, wie wir es haben, in der ja zum Beispiel auch die Werkstattbeschäftigten einen wesentlich höheren Rentenanspruch erwerben, als es ihrem Werkstattentgelt entsprechen würde. Wenn man in den allgemeinen Arbeitsmarkt will, ja, dann muss das Thema Mindestlohn gelten und anderes mehr. Also da muss man sich entscheiden, rein oder raus. Höhere Werkstattentgelte belasten die Einrichtungen. Um denen entgegenzuwirken, fordert Sören Pellmann von den Fraktionen der Linken mehr staatliche Hilfen. Also der Stand ist ja so, dass die Maximalforderung wäre natürlich Richtung Mindestlohn sich zu bewegen. Davon sind wir weit entfernt, aber zumindest eine deutliche Aufstockung der Budgets. Und wichtig wäre uns als Linke auch, dass die Werkstätten das nicht aus ihrem eigenen Budget erwirtschaften müssen, weil das ist ja genau, was nicht funktioniert, wenn die Auftragslage schlecht ist bzw. nicht ausreichend reinkommt und die Beschäftigten dann in die Röhre gucken, das ist der falsche Weg. Da muss es Förderinstrumente geben, wo dann eben auch staatlich und steuerfinanziert geholfen wird, damit es zumindest deutlich mehr wird. Bis zum Mindestlohn wird es noch ein Stück weit sein, aber das, was derzeit gezahlt wird, ist deutlich zu wenig. Wer heute in einer Werkstatt beschäftigt ist, ist wegen dem geringen Entgelt auf Grundsicherung angewiesen. Daher fordert die Bundesvorsitzende Lebenshilfe Ulla Schmidt, dass die Einkommen in Werkstätten oberhalb der Grundsicherung liegen sollten. Naja, es ist kein Arbeitsverhältnis. In der Werkstatt kann ich nicht gekündigt werden. In der Werkstatt sind viele Dinge nicht da. Eine Werkstatt ist angedacht als Rehabilitationseinrichtung. Und dort kann jeder, wenn Sie nehmen, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, kann jeder und jede in die Werkstatt, auch wenn er schwerst mehrfach behindert oder beeinträchtigt, mit hohem Unterstützungsbedarf. Und da muss es zu anderen Entlohnungen kommen, genauso wie wir die haben in einem öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. Und es muss so sein, dass es oberhalb dessen ist, was ich als Grundsicherung bekomme. Man muss ein Einkommen oberhalb der Grundsicherung erwerben können, auch in der Werkstatt. Die Präsidentin des VdK, Verena Bentle, schließt sich den Meinungen an und kritisiert unter anderem die fehlende Transparenz bei dem Werkstattentgelt. Also erstmal ist das Thema Bezahlung in den Werkstätten ja durch die Petition jetzt in aller Munde und wird diskutiert. Ein, finde ich, guter Schritt ist, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Kommission eingerichtet hat, die sich mit der Bezahlung in Werkstätten befasst. Und wo wir uns, denke ich, alle einig sind, dass die Bezahlung in jedem Fall dringend angeschaut werden muss und dass auch die Werkstattbeschäftigten natürlich immer klar verständlich haben müssen, wie ihre Bezahlung entsteht, also was eben wirklich für die Arbeit bezahlt wird, was sind in der Werkstatt ja aber auch Maßnahmen der Rehabilitation. Das muss, denke ich, deutlich klarer werden nochmal und da kann die Kommission auf jeden Fall helfen und eine Unterstützung geben. Und dann muss man sich eben wirklich auch damit auseinandersetzen, was eben eine Werkstattbeschäftigung bedeutet, was eben, wie gesagt,
ja, die Beschäftigten am Ende zu erwarten haben, wie eine Werkstatt auch Leitung eben wirtschaftet, ob da am Ende was übrig bleibt, was die Werkstattbeschäftigten bekommen oder nicht. Das muss eben wirklich vielleicht nochmal deutlich offener besprochen werden, damit eben auch alle Beteiligten wissen, was sie erwarten können. Das, denke ich, ist ein großer Vorteil jetzt von der eingerichteten Kommission. Deutschland hat ein Lieferkettengesetz verabschiedet. In Deutschland selbst bedient sich die Automobilindustrie den Arbeitsleistungen der Werkstätten. Damit werden gering entlohnende Arbeitsleistungen erworben. So die Kritik vieler Werkstattmitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Zu diesem Vorwurf hat das BEMAS die Vorstellung genommen. Die Höhe des Entgelts von Werkstattbeschäftigten ist abhängig von dem von der Werkstatt erwirtschafteten Arbeitsergebnis. Um ein angemessenes Entgelt zahlen zu können, müssen Werkstätten die Preise für Produkte und Dienstleistungen so kalkulieren und ihre Akquise so ausgestalten, dass sie ein möglichst hohes Arbeitsergebnis erzielen. Die Verpflichtung der Werkstätten zu wirtschaftlichem Handeln wurde auch im Urteil des Bundessozialgerichtes vom 5. Juli 2018 bestätigt. Als am Markt tätige Unternehmen handeln und wirtschaften sie eigenverantwortlich und stehen im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, Produkte oder Dienstleistungen von einer Werkstatt für behinderte Menschen zu beziehen, zahlt dieses Unternehmen hierfür somit auch marktgerechte Preise. Umso verwunderlicher ist es hierbei, dass das Entgelt weiterhin so gering ausfällt. Denn in einer regulären Produktionsstätte bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Mindestlohn. Schon lange ist die Forderung nach einem ordentlichen Werkstattentgelt da. Auch die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Corinna Rüfer, verdeutlicht dieses. Ich will das mal ganz grundsätzlich sagen. Die Werkstätten, so wie wir sie heute kennen, von denen man sagen muss, dass sie vor Jahrzehnten, in den 70er Jahren, vielleicht mal progressive Einrichtungen gewesen sind, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zur Teilhabe auch an Arbeit zu bieten. Diese Werkstätten, die damals als progressiv bezeichnet wurden, sind heute völlig aus der Zeit gefallen. Diese Werkstätten sind formal Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. Sie haben eigentlich die Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen, eine Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden. Wir wissen ja, dass das in ganz, ganz wenigen Fällen nur gelingt. Weniger als eine Person unter 100 schafft es, nochmal aus so einer Werkstatt rauszukommen. Das ist nicht die Teilhabe an Arbeit, die wir in diesem Land brauchen. Das Recht auf inklusive Arbeit bedeutet, dass ich wirklich die Unterstützung bekomme, die ich brauche, um meinen eigenen Weg zu gehen, um sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu sein. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich der Werkstattlohn. Wenn man sieht, dass die Leute, die in Werkstätten arbeiten, Vollzeit dort tätig sind, ja, über 30 Stunden in der Woche in Werkstätten tätig sind, in Werkstätten, die Aufträge erfüllen für große Konzerne, für die Automobilindustrie und für viele andere und am Ende des Monats dafür 200 Euro im Durchschnitt bekommen, dann muss man sagen, ist das ein Armutszeugnis. Und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir brauchen noch Jahre, diesen Werkstattlohn zu evaluieren und darüber nachzudenken, ob wir dafür eine Lösung brauchen. Wir brauchen diese Lösung jetzt. Diese Leute haben ein Recht darauf, von der Arbeit, die sie leisten, am Ende des Monats auch leben zu können und nicht den demütigenden Gang ja hinzulegen und Grundsicherung beantragen zu müssen. Das ist ein total wichtiges Thema. Ich bin enorm froh, dass das jetzt gerade in der öffentlichen Debatte ist, ja auch ausgelöst durch eine Petition vom Lukas Krämer, der glücklicherweise bei mir im Wahlkreisbüro arbeitet, den dieses Thema total beschäftigt, der über 5 Jahre in einer Werkstatt gearbeitet hat und ganz genau weiß, wovon er spricht und sich auch nicht davon abhalten lässt, diese Forderung nach Gerechtigkeit beim Lohn für Werkstattberechtigte auch weiter nach vorne zu treiben. Und ich erwarte auch da, dass sich die nächste Bundesregierung, wer auch immer daran beteiligt sein wird, dieses Themas wirklich jetzt mal ernsthaft annimmt, damit die Leute nicht weiterhin von einem Hungerlohn leben. Ich bin Lukas Krämer, 28 Jahre alt und Inklusionsaktivist. Werkstätte für Menschen mit Behinderung sind moderne Sklaverei, Ausbeutung, kriminell. Und dort verdient man nur einen Hungerlohn. Und da muss man einfach ganz klar eine Veränderung her über die Politik und damit
es möglich machen, dass die Menschen mit Behinderungen dort den Mindestlohn bekommen können. Weil es kann nicht angehen, wer 35 Stunden die Woche arbeitet, man verdient aber nur 1,35 Euro die Stunde. Das geht absolut nicht und deswegen ganz klar meine Forderung, Arbeitnehmerstatus und Mindestlohn. Als Monitoringstellung für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dient in Deutschland das Institut für Menschenrechte. Aus terminlichen Gründen war man nicht in der Lage, mit uns ein Interview zu führen. Allerdings stellt uns das Institut ein Positionspapier zur Verfügung, in dem es menschenrechtliche Bedenken äußert. Erstens arbeiten Menschen mit Behinderungen dort in einer Art Sonderwelt, isoliert von Menschen ohne Behinderung. Zweitens haben die Beschäftigten oft keine andere Wahl, entweder weil ihnen mangels anderer Ausbildungsperspektiven von vornherein keine Alternative bleibt oder weil kein Weg aus der Werkstatt wieder herausführt. Und drittens erhalten sie für ihre Tätigkeit keine auskömmliche Entlohnung, sondern nur ein sehr geringes Entgelt. 2015 hat der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland geprüft und das Werkstattsystem in seiner heutigen Form gerügt. Werkstätten sind seiner Ansicht nach nicht Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes, sondern können nur eine Brückenfunktion auf dem Weg dorthin haben. Deshalb fordert der UN-BRK-Ausschuss der Bundesregierung auf, einen inklusiven Arbeitsmarkt zu schaffen, der im Einklang mit den Menschenrechten steht. Inklusiv im Sinne der UN-BRK ist der Arbeitsmarkt dann, wenn Sonderstrukturen wie die Werkstätten überflüssig geworden sind. Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Arbeit. Diese Arbeit, so schreibt es die UN-Behindertenrechtskonvention vor, muss den Lebensunterhalt sichern und frei gewählt werden können. Viele Menschen mit Behinderung haben derzeit keine Alternative zu einer Beschäftigung in den Werkstätten, weil die Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht inklusiv gestaltet sind. Solange sich das nicht ändert, kann von einer Verwirklichung des Rechts auf Arbeit und Beschäftigung im Sinne der UN-BRK nicht die Rede sein. Es scheint noch ein langer Weg zu sein, bis sich bei den Entgelten in den Werkstätten etwas ändert. Gerade wenn das zuständige Ministerium sogar den UN-Staatenbericht ignoriert und die Kritik aus dem Bericht des UN-Sozialpakts von November 2018, der deutlich macht, dass die Grundsicherung in Deutschland zu gering ist, muss man sich die Frage stellen, was Menschenrechte am Ende wert sind.